Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Juhl TV. Unser heutiges Kraut ist die Ringelblume und ihr botanischer Name lautet Calendula officinalis. Im Lateinischen nennt man die Ringelblume auch Sonnenbraut. Das hat damit zu tun, dass die Ringelblume morgens um 7 Uhr ihre Blätter öffnet und sie gegen 17 Uhr wieder schließt. Wenn es jedoch Regen gibt an dem Tag, dann öffnet sie um 7 Uhr ihre Blätter nicht und man weiß, heute wird es wahrscheinlich regnen. Daher hat die Ringelblume auch ihren Namen Regenblume. Man findet sie eigentlich an vielen Orten, auf Wiesen, in Gärten, am Ufer, an Steinbrüchen. So zwischen Juni und August blüht die Ringelblume gelb und orange an vielen Orten. Man verwendet für die Tees meistens die Blüten und die Blätter. Und wir werden noch ein bisschen darauf eingehen, welche anderen Produkte man mit Ringelblume erarbeiten kann oder was man da herausbekommen kann. Schon die alten Ägypter haben die Ringelblume zu schätzen gewusst, nämlich sie war dort als Liebespflanze sehr beliebt. Und auch die Perser wussten, dass man die Ringelblume als Ersatz für Safran nehmen kann. Daher auch ihr anderer Name Safranrose. Und weiter geht die Geschichtsreise, nämlich zur Zeit der Renaissance haben die Ärzte die Ringelblume oft benutzt, wenn es um Gelbsucht ging oder auch um Störungen der Gallenblase. Denn die gelbe Farbe, die die Ringelblume hat, die haben sie dann für die Krankheiten angewendet, die mit der Farbe Gelb zu tun hatten. Und diese Anwendungsgebiete wurden sogar später von der Wissenschaft bestätigt. Nach dem Kräuterarzt Matthiolus, der im Mittelalter gelebt hat, ist die Ringelblume sogar ein Kraut gegen Krebs. Er nannte sie in seinen Schriften Herba Cancri, also auch ein Kraut, was dieser Krankheit anbeikommen kann. Jetzt, wie kann man die Ringelblume anwenden? Wir wollen mal sehen oder verwenden. Man kann Ringelblumentee machen, man kann sich Saft machen von Ringelblume oder auch einen Aufguss, eine Tinktur herstellen. Die Ringelblumensalbe ist sehr beliebt und bekannt. Man kann sich auch Einreibungen machen, natürlich mit der Salbe, Umschläge mit Ringelblume machen oder auch Sitzbäder. Wenn man die Ringelblume innerlich anwenden möchte, dann hilft es bei der Regulierung des weiblichen Zyklus und Unterleibsschmerzen. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die Ringelblume da ganz große Wirkung hat. Ich selber habe vor ein paar Jahren eine Allergie entwickelt auf Schmerztabletten und damit hat eigentlich meine Reise in die Kräuterwelt angefangen. Und die Ringelblume war eines der ersten Dinge, die ich da entdeckt habe, die eine ganz tolle Wirkung für uns Frauen birgt. Sie wirkt krampflösend und lindert Schmerzen. Und wer sich mit diesem Wirkungsgebiet der Ringelblume etwas beschäftigen möchte, dem empfehle ich eine Woche vor Zyklus, vor Eintritt der Regel, die Ringelblume als Tee zu trinken, 1 bis 2 Tassen pro Tag und dann durch die Mens hinweg und ihr werdet merken, dass es euch helfen wird bei den Schmerzen. Wenn man eine andere innerliche Anwendung von Ringelblume betrachtet, dann kann man sehen, dass sie die Gallenbildung in der Leber erhöht und daher sehr geeignet ist bei einer eingeschränkten Leberfunktion oder auch wenn es Blutstau in der Leber gibt. Man nennt das sozusagen, dass sie choleretisch wirkt, ja, auf die Galle, auf die Leber. Auch Geschwüre und Gastritis oder auch Gastroenteritis kann man mit Ringelblumentee oder Ringelblumenprodukten behandeln, denn Ringelblume unterstützt das Abheilen von Magen- und 12-Fingerdarm-Geschwüren. Und ich habe das selber auch schon gehabt, wenn man Magenschmerzen hat, auch vielleicht einen Reizmagen hat, dann empfiehlt es sich sehr, Ringelblumentee zu trinken. Der lindert wirklich sehr gut die Schmerzen.
Ringelblume äußerlich angewendet, hat sehr viele wundheilende Effekte. Und Ringelblume wirkt ein bisschen milder als Arnika, was ja auch so ein wundheilendes Kraut ist. Wenn man Ringelblume benutzt, dann sorgt es für einen raschen Verschluss der Wunden und dass sich schnell neues Gewebe bildet. Es unterstützt auch den Abfluss von Lymphen und wirkt Flüssigkeitsansammlungen, den sogenannten Ödemen, entgegen. Ringelblume verbessert auch die Hautdurchblutung und auch bei Hautgeschwüren kann Ringelblume sehr erfolgreich angewendet werden, wenn ihr Ekzeme habt oder Furunkel oder auch sogar Narben, frische Narben, dann ist Ringelblumensalbe ganz was Tolles. Selbst bei Herpes ist es sehr empfehlenswert, sich mit Ringelblumensalbe einzureiben. Mundschleimhautentzündung, wer kennt das nicht, wenn man Aften im Mund hat, wenn man nicht richtig reden kann, wenn das da drin so weh tut, dann einfach ein paar Mal am Tag mit ein bisschen Ringelblumentee den Mund durchspülen und das ist in ein paar Tagen erledigt. Auch kann man den Ringelblumentee als Gesichtswasser benutzen, wenn man Akne hat, wenn man Verbrennungen hat auf der Haut, auch bei Mandelentzündungen einfach ein bisschen mit Ringelblumentee gurgeln und das hilft. Und selbst bei Bienen- und Wespenstichen ist die Ringelblumensalbe ein ganz tolles Produkt. Wenn jemand Probleme mit Warzen hat, ist Ringelblumensalbe ein sehr tolles Mittel, denn die darin enthaltene Salicylsäure, die lässt Warzen regelrecht verschwinden. Ich habe euch ein kleines Rezept für Ringelblumensalbe mitgebracht, denn die kann man ganz einfach selber herstellen. Da muss man nicht in eine Apotheke oder so gehen und sich teure Ringelblumensalbe kaufen, sondern wenn man Ringelblumen im Garten hat, dann kann man sich ganz schnell Ringelblumensalbe selber machen. Hier ein Rezept. Man nimmt 20 Gramm frisch gepflückte Blütenköpfchen und legt die in 100 Milliliter Sonnenblumenöl. Das lässt man 15 Minuten lang sich erhitzen. Danach kann man das absieben und das Ringelblumenöl wieder in den Topf auffangen und dann in einen Topf geben. Und dann kann man 15 Gramm Bienenwachs aus der Apotheke nehmen und diese zu diesem Öl, was man da gerade produziert hat, hinzutun und das Ganze dann zum Schmelzen bringen in dem Topf. Dann nimmt man den Topf vom Herd und füllt das Produkt, was man da warm gemacht hat, in kleine Salbendöschen, verschließt die und dann ist diese Ringelblumensalbe für ein Jahr lang haltbar, wenn man sie in den Kühlschrank stellt. Es gibt noch einige andere Rezeptchen für Ringelblumensalbe, auch mit anderen Wachsprodukten, aber das mit Bienenwachs, das finde ich eine tolle Kombination, mit denn auch Bienenwachs hat ganz tolle Wirkungen. Man kann das dann für rissige Lippen benutzen, für trockene Hände im Winter. Auch wenn man Schlag-, Schnitt- oder Bisswunden hat, ist diese Ringelblumensalbe ganz toll. Auch für Brustwarzenentzündung, vielleicht wenn man stillt. Und selbst für wunde Kinderpopos ist Ringelblumensalbe eine ganz tolle Sache. Wenn man nach der Geburt oder bei der Geburt einen Kaiserschnitt bekommen hat, dann empfiehlt es sich, die Ringelblumensalbe für diese Kaiserschnittwunde zu benutzen, weil sie natürlich diese Wunde schneller verschließt, die Narbe nicht allzu groß werden lässt und ja, eine ganz tolle Wirkung hat, für eine wundheilende Wirkung einfach auf diese Narbe. Man benutzt auch die Ringelblumensalbe für großflächige oder ja Haut, zum Beispiel wenn man Strahlentherapie hat bei Brustkrebs, dann bewirkt diese Ringelblumensalbe eine ganz beruhigende Wirkung auf die Haut. Und eine Studie hat sogar herausgefunden, diese Studie wurde an Mäusen gemacht, dass Ringelblumensalbe das Tumorwachstum hemmt. Und zwar von verschiedenen Krebsarten sogar. Jetzt, wie kann man Ringelblumen zu sich nehmen, wenn man nicht eine Salbe braucht oder einen Tee trinken möchte, dann kann man sich einfach Ringelblumen abzupfen aus dem Garten und kann es auf den Salat streuen oder auch auf eine Suppe und damit ein bisschen Farbe in die Küche bringen. Ganz einfache kleine Dinge, mit denen man sich die Ringelblume zu Nutzen machen kann. Hier ein kleines Ringelblumen-Tee-Rezept.
Es empfiehlt sich, 1 bis 2 Teelöffel mit circa 150 Milliliter kochendem Wasser zu übergießen und das dann 10 Minuten ziehen zu lassen. Und wie immer die Tasse abzudecken, damit nicht so viele gute Dinge entfliehen in die Luft, sondern während es zieht, das abzudecken, dass es in Ruhe ziehen kann und dann den Beutel herauszunehmen. Der Hesekiel schrieb einmal: Aber an diesem Strom auf beiden Seiten seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und auf deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Ich empfehle euch, dass ihr diesen Ratschlag beherzigt, dass ihr die Heilmittel nicht erst im Himmel ausprobiert, sondern schon hier auf der Erde. Dazu kann ich euch 2 Bücher empfehlen. Alles über Heilpflanzen von Ursel Bühring und Heilkräfte der Pflanzen von Dr. Pamplona Roger. 2 ganz tolle Bücher, die ganz viel Inspiration geben zum Umgang mit Heilkräutern. Und ich verabschiede mich mit einer Tasse Ringelblumentee und sage bis zum nächsten Juhl TV. Yeah.